Die Maus ist trotzdem noch da. Wenigstens der Eidechse ist draußen, ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich in Ruhe frühstücken. Aber Markus, der will die Maus noch haben. Der will die Maus noch haben. Die kriegen wir heute nicht, die Maus. Kannst ja mal suchen, ob du sie findest. Jetzt ist er scharf geworden. Erst eine Eidechse und als Nachspeise noch eine echte Maus. Wo ist, was der noch findet an Ungetier in meiner Wohnung hier? Immer so, alles was rumrennt, kannst du mitnehmen. Gammelfleisch, jetzt hat er das Gammelfleisch entdeckt. Also das kannst du draußen fressen. Komm, wenn du noch nicht satt geworden bist von deiner Echse. Komm raus. Ja, frisches Gammelfleisch. Ach du auch noch. Mensch, ich wollte gerade in Ruhe frühstücken, jetzt kommt die schon wieder. Ja, der will nicht ran an die Gammelwurst, der ist verwöhnt. So, und jetzt lass mich bloß in Ruhe frühstücken, ja. Mit Blick zum Meer. Und Hundegebell. Ich kann nicht mal in Ruhe Kaffee trinken. Guckt euch das an, ja. Der lauert an der Tür, weil er närrisch auf die Maus ist, die er nie gekriegt hat. Ja, du bist da denn zufrieden. Ich kann nicht mal hier in Ruhe einen Kaffee trinken. Ich wäre noch wahnsinnig. Das muss ihr ganzes Nest sein. Schon wieder Geräusche hier drinnen. Aufgeräumt und schon hat die sich ein neues Haus gesucht. Jetzt muss ich bei den ganzen Kisten hier die Grifflöcher zukleben. Oder kleinen Markus holen. Markus, Mäusejagd, zweiter Teil. Ach nee, noch einer. Noch einer. Die haben ja auch nichts zu suchen. Noch eine Eidechse. Na gut, die musst du auch raus. So, Markus ist da, pünktlich zum Mittagessen. Komm, wir gucken mal, ob es hier was gibt. Na komm, Markus. Drinnen ist es, ist die Echse. War zumindest noch. Siehst du schon irgendwo?
Sie schon? Ach nee. Guck mal, komm mal her. Hier. Irgendwo müsste es sein, das Loser. Ah ja, da war was, da war was. Ach, das ist sogar die Maus. Das ist doch die Maus. Ah, die Maus. Mensch, hoffentlich hast du. Ah ja, schnell raus. Das war die Maus. Super, super, super. Die Maus erwischt. Wunderbar. Das war doch mal wieder ein Erfolgserlebnis. So, Platz an der Abendsonne. Die zweite Katze war übrigens der Markus von meinem Nachbarn da oben. Und von dort wurde mir auch heute das frische Brot geliefert. Und das ist, heute ist Mittwoch, das muss gefeiert werden, Bergfest, mein selbstgemachter Rotwein in der Abendsonne in La Palma. Brot und Wein, das schmeckt fein. Dort hat sie mich schon wieder entdeckt.